Und hallo Leute, mein Name ist Gutko und ja, ihr seht richtig, das ist mein neues Projekt Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2, Marsch der Mini-Marios. Und ja, Mario vs. Donkey Kong 1 hat ja BLK, also Blackout, durchgespielt und ich sagte ihm dann, ich werde den zweiten Teil machen, da er sich unsicher war, ob er ihn machen soll oder nicht. Und wir fangen an mit, okay, wir fangen an mit Hauptspiel, fangen eine neue Datei an natürlich. Und erstmal das Intro. Und das war's mit dem Intro. Wir sind jetzt im Erdgeschoss Pilzchaos. Wir würden das erste Level loslegen, sage ich, ja gut, das ist wie im ersten Teil. Donkey Kong hat Pauline entführt, wir sollen sie retten aus seinen Klauen. Und diesmal spielen wir aber nicht mit Mario, sondern mit den Mini-Marios. Wir fangen mit Level 1 an. Und ihr seht ja, meine Maus habe ich extra wie in eine Art DS-Stift umgewandelt, damit es besser aussieht. So zur Erklärung, das Level startet so lange nicht, solange ich nicht irgendwas berühre. Ich kann, wenn ich mit einem Klick hier drauf drücke, verschwinden die Blöcke und ich kann sie hier wieder auftauchen lassen. Dann muss ich drücken und nach drüben ziehen, damit der Mario sich aktiviert. Und sobald er einen anderen Mini-Mario berührt, aktiviert sich dieser auch. Hier lasse ich jetzt noch die Blöcke verschwinden. Und das war's auch schon für dieses Level. Also hier oben sieht man das Ergebnis im oberen Bildschirm. Dazu will ich noch sagen, wenn es euch stört, dass man zwei Bildschirme sieht, weil ich habe es versucht zeitlich zu machen, aber es klappt nicht, also dass ein Bildschirm links und ein Bildschirm rechts ist, das klappt mit diesem Emulator leider nicht, der NoGBA. Deshalb, wenn euch der obere Bildschirm stören sollte, sagt es mir bitte, denn dann werde ich nur den unteren aufnehmen, denn ihr seht ja, am unteren ist eigentlich das Hauptgeschehen. Gut, dann fangen wir mit Level E2 an. Erdgeschossraum 2, okay. Mit dem Pfeiltasten hier an den Rändern kann ich mir das Level nochmal angucken. Hier sind zwei Mini-Marios. Dann die Blöcke, okay. Sprungfedern benutzen die nur, wenn ich... Okay. Okay, das heißt, wir starten hier drüben den ersten Mario. Setzen die Blöcke hier hin. Diese drei nehmen wir mit. Und jetzt setzen wir noch die hier hin. Das müsste es eigentlich dann auch schon gewesen sein. Oder? Ja, das passt perfekt. Und alle drei Mini-Marios wären damit ans Ziel angelangt. Yay! Okay, die ersten Level sind natürlich nicht so schwer, da man sich erstmal mit dem Spiel vertraut machen soll. Aber später wird es noch schwerer. Und wie ihr schon seht, ist es auch wieder nicht blind. Das hatte ich vor 5-6 Jahren oder so schon mal gespielt. Erinnere mich nur natürlich nicht mehr an das Spiel hauptsächlich. Doch, wir werden sehen. Jetzt fangen wir an mit E3. Okay, es gibt auch einen goldenen Mini-Mario, wie ihr gerade gesehen habt. Der gibt einen extra Bonus an Punkten. Okay, erstmal sperren wir die Feuerkugel hier ein, damit diese Piranha-Pflanze uns nichts anhaben kann. Und diese setzen wir hier hin. Okay, dann starten wir mit dir. Man muss hier nach oben drücken, um den Mini-Marios zu sagen, dass sie springen sollen. Man muss es denen extra sagen. So, die Blöcke nehmen wir mit und setzen schon mal hier hin. Gut, dann könnt ihr runter. Und das war's. Oh, nein, Moment. So. Und das war's schon mit diesem Level. Alle drei Mini-Marios sowie die goldenen wären gerettet. Juhu! Okay. Das war's dann. Hier kommt das Ergebnis. Und. Und? Hallo? Ein Goldstern! Yay! Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich werde nicht versuchen, über einen Goldstern zu holen, denn später wird es ziemlich schwer. Gut, was gibt es hier? Okay, Fließbänder, die sind neu und ein Gegner, aber der ist egal.
Den Shaker werde ich nämlich so benutzen, damit der Minimare rüber transportiert wird, ohne dass er runterfällt, denn sonst würde der Shaker ihn killen. Und wenn ich hier auf diesen Knopf hier drücke, kann ich die Bewegung, die Richtung der Fließbänder verändern. Doch, das brauchen wir jetzt noch nicht. Und hier, wenn ich hier nach oben drücke, wird der Aufzug in Gang gesetzt. Dann kann ich ihn nach oben oder nach unten bringen. Okay. Ich verstehe schon. Wir lassen den Shaker hinunterfallen, denn der obere Minimaru kommt da ohne Probleme von selbst rüber, aber der Kleine braucht den, damit er nicht in die Stacheln fällt. Also, beide los. Und der untere Minimaru bleibt doch brav stehen und wartet darauf, dass ich ihm Anweisungen gebe. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh Gott, das war knapp. Puh, das war knapp. Und wenn man kurz drauf tippt, dann bleiben sie stehen. Aber man hat natürlich nur eine begrenzte Zahl an Zeit, wie man im oberen Bildschirm sieht. So, dann nehme ich hier noch die Blöcke mit. Du bist der Erste, der da durch darf. Bringen wir dich nach oben. Du wartest. So, dann holst du die Münzen erst einmal. Sehr schön. Gehst wieder zum Aufzug. Und dann bringen wir dich erstmal ins Ziel, holen schnell den anderen und dich auch mit rein. Jawohl. Und ihr seht, wenn man zu viel Abstand zwischen den Minimarus lässt, erhält man leider keine Kette. Aber das ist egal. Hauptsache, wir haben das Level geschafft und alle Minimarus gerettet. Und man kann das Level auch abschließen, ohne alle Minimarus zu retten, aber das ist ja nicht das, was man möchte. Okay, E5. Weiter geht's. Erdgeschoss Raum 5. Okay, was gibt's hier Neues? Die Hämmer. Ihr seht sie hier oben. Wenn man einen Minimaru dazu bringt, die Hämmer zu nehmen, kann er alles in seinem auf seinem Weg vernichten. Jetzt erschließt sich nur die Frage, welchen Minimaru zuerst? Da hinten gibt es einen Aufzug. Okay, ich habe schon verstanden. Wir nehmen hier die Blöcke und setzen die hier unten hin. Auf geht's. Lassen ihn hier springen und die Shy Guys besiegeln. Yay! Okay, die Hämmer kann er wieder nach oben werfen dann. Und auch wieder auffangen, was er eigentlich gar nicht soll. Och, komm. So, nein, dreh dich um. Lass diese Hämmer in Ruhe, du setzt die Münzen sammeln. Ah, egal, egal, verzichten wir mal auf die Münzen. Hey, umdrehen, umdrehen. So. Okay, hier lassen wir die Blöcke auch verschwinden. Oh, man kann gleich beide mitnehmen, das wusste ich nicht. Ich dachte, nur ein Minimario pro passt auf einem Aufzug. Ah, halt! Nein, 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 nein. Okay, wir machen einen Neustart. Ich möchte keinen Minimario sterben lassen. Okay, zweiter Versuch. Wir nehmen hier die Blöcke. Hallo. Setzen diese hier hin. Und du darfst erstmal Shy Guys töten gehen. Viel Spaß. Genau so wollte ich das sehen. So, die brauchst du nicht mehr. Halt, 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 halt. Rüber, rüber, rüber. Okay. Gut, den Shy Guy lassen wir erstmal durch. Und warten einen Moment, dass er wieder zurückgeht. Sehr schön. Hinterher. Und du musst jetzt springen. Genau, so wollte ich das nämlich haben. Du holst das. Halt! Genau, du solltest das holen. So. Halt, 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 halt. Boah, war das knapp. Nein, nein, wo gehst du hin? Andersrum. Gut, zwei Minimarius wären schon gerettet. Der dritte fehlt hier noch. Leider hat er mir die Combo versaut, aber das ist nicht so schlimm. Das Level wäre nämlich hiermit geschafft. Sehr gut. Okay, das Levelergebnis. Wir erhalten einen Bronzestern. Oh, und sogar einen Silberstern. Yay! Okay. Gut, dann fangen wir an. Dann geht's weiter mit E6. Hier seht ihr ein Donkey Kong-Spielzeug. Das Donkey Kong-Spielzeug tötet die Mario zum Glück nicht, aber wenn ein Minimario zum Beispiel von dieser Seite kommt, wirft er den hoch. Ja. Und das ist eben störend. Okay. Schauen wir uns das Level an. Ich habe schon verstanden. Wir brauchen hier erstmal die Blöcke. Du bleibst hier stehen, Minimario 1. Erstmal diesen hinüber. So. Sobald er durch ist, hier die Blöcke hinsetzen. Hallo? Das war knapp. Okay, ich habe eine Idee. Wir lassen die hier stehen. Das war knapp. Okay, und hinüber. Jetzt gehen sie nämlich den dritten Minimario holen. Und dieser muss kurz das Donkey Kong-Spielzeug ausschalten. Die Donkey Kong-Spielzeuge werden nicht besiegt, sie sind nur für einen Moment ausgeschalten. So für etwa 5 Sekunden, würde ich sagen. Und dann stehen sie wieder auf. Deshalb auch das Ausrufezeichen über ihnen. So, E5 wäre auch abgeschlossen. Läuft ja sehr gut bis jetzt. Okay. Ah, leider nur ein Silberstern. Aber das ist nicht schlimm. Gut,
Es geht weiter mit E7, Erdgeschoss Raum 7. Okay, gibt es einen goldenen Mini Mario, zwei normale Fließbänder. Okay, da hinten. Ah, ich verstehe schon. Okay. Das heißt, mit wem fangen wir am besten an? Ich weiß, wie ich das mache. Mit dir fange ich an. Und zwar stelle ich das erstmal um und hole den Buchstaben zumindest. So, dann noch die paar Münzen. Und du darfst weiter. Genau, du hast schon richtig verstanden. So, dann setzt ihr euch auf den Aufzug. Auf nach oben mit euch. Und Moment. Okay, das ist alles richtig. Okay, passt. Rüber mit euch. Halt, die Blöcke brauche ich gar nicht. Das war dumm von mir. So, auf geht's da lang. Und sie springen automatisch hoch ins Ziel hinein. Das ist schön. Komm, 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 komm. Dreierkette. Jawoll! Okay. Wait for me. Nein, irgendwas anderes sagt er am Schluss. Aber egal. Silberstern. Und. Komm schon. Komm schon. Oh, leider nur ein Silberstern. Ihr seht, es wird sehr schwer, zu Beginn einen Goldstern zu holen. Aber egal, jetzt kommt Erdgeschoss Raum 8. Okay, hier gibt es wieder drei Mini-Marios. Das sieht man hier oben. Schauen wir es uns erstmal an. Dort gibt es einen Aufzug. Das heißt, den Mini-Mario unten müssen wir als erstes holen. Okay. Diese, oh Gott, spielen miteinander sozusagen. Und da muss, wie kommt? Okay, ich muss doch diesen hier zuerst holen. Verstanden. Wir sperren diese Feuerkugel erstmal hier ein. Dich brauche ich. Moment, der Steiger soll nicht hinüberkommen. So, hier. Dann geht es gleich los. Du holst dir gleich mal die Hammer. Richtig. So, hier rüber. Und weg damit. Das brauchst du nicht mehr. Halt, der Buchstabe verflucht. Na gut, dann eben nicht. So, dich sperren wir hier unten ein. Ungefähr so. Frage ist, okay, wir brauchen die Blöcke nicht mehr. Gut, das heißt, wir gehen zum Aufzug erst einmal. Aufzug nach oben. So, jetzt geht es wieder darum. Ah, ich verstehe schon. So, jetzt, damit er auf dem Shy Guy landet. Und alle besiegt. Und somit wäre das Level auch schon abgeschlossen. Es war einfach. Aber es ist doch noch die erste Welt erst. Also, bleiben wir gespannt. Den Buchstaben habe ich jetzt nicht, dummerweise nicht geholt. Den holen wir noch. Ich möchte alle Buchstaben holen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, Silberstern. Okay, okay, okay. Oh, komm schon, schneller. Kein Goldstern, schade. Okay, bevor wir E9 machen, nochmal E8. Ich möchte diesen Buchstaben holen. Okay, gleich mal zu Beginn hier einsperren. Sehr schön. Okay. Gleiches Spiel von vorher. Hol dir die Hammer. Jawohl. Hier weiter. Halt. Dort stehen bleiben. Ah, bravo, Minimaru. So, rüber. Jetzt haben wir den Buchstaben. Und warte. Jetzt müssen wir erstmal nämlich... Aha, reingelegt, Shy Guys. Erstmal hier alles wieder hinsetzen. Okay, und das war's auch schon. Wow, diesmal müssen wir nicht mal die Shy Guys besiegen. Die habe ich ja jetzt glücklicherweise da unten eingesperrt hier. Das heißt, jetzt können sie ganz leicht noch ins Ziel rein. Und wir hätten das I auch geholt. Yay! Und Level wäre vorbei. Sehr gut. Juhu! Okay. Gut. Damit wäre E7 tatsächlich richtig abgeschlossen. Oder war das E8? Nee, E8 war das ja. Okay. Ja. Ich weiß, Goldschein kriege ich nicht. Dann starten wir noch mit E9 durch. Erdgeschoss, Raum 9. Okay, es gibt wieder drei Minimaris. Zuerst holen wir wahrscheinlich den hier. Der muss hier alles ausschalten. Und dann zum Aufzug hinüber. Beim Aufzug können wir den dritten holen. Der Ausgang befindet sich da unten. Okay, die Münzen, die sind mir egal. Aber der Buchstabe nicht. Okay, das heißt, mit dem einen Minimaris mache ich das genau andersherum. Ja. Das würde gut funktionieren. Lass mich kurz überlegen, noch einen Moment. Okay, ich meine, ich hab's. Also wir starten mit diesem Mario und lassen ihn erstmal den Hammer holen. So, der schaltet sämtliches auf seinem Weg aus. Halt, du sollst da hoch. So. Moment, jetzt stehen bleiben. Genau das meinte ich. Ah, halt, jetzt habe ich ein Problem.
Okay, diesen Steiger können wir austricksen. Wir lassen ihn nämlich über die Blöcke laufen. Und während dem hinunterstürzen. Okay. Gut, diesen Minimacher lasse ich jetzt von dem Donkey Kong Spielzeug hoch. Oh, ich verstehe. Und, ach halt. Jawohl, okay, jetzt hat es geklappt. Okay. Du springst, oh halt. Okay. So, und hoch mit dir. Hoch mit dir. Jawohl, dann hätten wir das O schon einmal. Gut, hier oben sieht man apropos Zeitbonus. Ich dachte, die gesamte... Halt! Zeit. Okay. Oder die Münzen. Münzen sind immer schön. Auch wenn es nichts bringt. Ah, Moment. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Aufzug hinauf. Hier die Blöcke wieder hinsetzen. Halt! Dieser Shy Guy macht mir Sorgen. Halt, braucht er mir gar nicht. Fällt mir ein. Okay. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Du darfst losstarten. Halt, innehalten. Und los geht's. Gut, wir werden besiegt. Die Marios kommen durch, drehen alle um und auf geht's ins Ziel. Damit wäre Level E9 auch schon beendet. Wuhu! Jawohl. Okay. Wir haben alle Buchstaben hier oben. Mini Mario ergibt es dann. Das ist so mega toll. Ich weiß nicht. Ich weiß aber nicht, was es mir bringt. Vielleicht werden wir es gleich herausfinden. Gut, weiter geht's. So, das bringt anscheinend den Mini-Bonus. Und hier, auch wenn man das gerade nicht sehen kann, weil, keine Ahnung, Sprite Limit oder sowas, hier ist der Boss. Und das Mini habe ich wahrscheinlich durch die Buchstaben, das ist dann ein Bonus-Level. Jedoch, sage ich für heute, mein Name ist Gutgo, das war's für heute mit Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2. Beim nächsten Mal gibt es einmal dieses Bonus-Level hier und den ersten Boss. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin und bye bye.